Fourscore ist die erste und nach meiner Ansicht beste Noten-App für Apple-Geräte. In diesem Video verrate ich kleine Tricks zum erfolgreichen Umgang mit dieser Software. Hallo Musikfans! Seit einer Weile gibt es mein ausführliches Video-Tutorial zum Programm Fourscore, mit dem wir die Noten auf dem iPad verwalten. Wer mehr darüber wissen will, findet den Link dorthin, oben auf der Infokarte, die da eingeblendet ist. Und seither erreichen mich öfter Leseranfragen zu einzelnen Problemen. Ulrich aus Berlin schreibt mir jetzt, ich schreibe ja gerne was in die Noten, zum Beispiel das Register, das ich für das Stück wählen möchte, den Ablauf und so weiter. Wenn ich diesen Text weit oben auf dem Notenblatt reinschreiben will, dann sind dort aber die ganzen Optionen angezeigt, die ich zur Bearbeitung der Seite habe. Also sagen wir die Funktionsleiste. Ja, Ulrich, das Problem kenne ich, das ist mir eine Weile auch so gegangen. Die Lösung ist aber verblüffend leicht. Ja, schauen wir uns das mal auf dem iPad an. Ich habe hier einen Song geöffnet, einen süßen kleinen Bossa Nova, den ich mal komponiert habe, und möchte ganz oben, hier oben, mir Anmerkungen machen. Ich bestehe drauf, die sollen da oben stehen. Manchmal soll das so sein. Okay, ich hole mir also die Anmerkungen und merke tatsächlich, wenn ich jetzt versuche, mit dem Finger zu scrollen, ich komme nicht runter mit der Seite. Verrückterweise manchmal, wenn man es mit der Maus macht oder wenn man mit dem Stift geht, klappt es doch, aber sehr häufig bleibt es auf diese Art hängen und man sagt, ja, was für ein Mist, ich kann da oben mir nichts notieren. Die Lösung ist unglaublich verblüffend einfach, aber ich habe auch ein paar Mal gehangen, bis ich drauf kam. Wenn wir mit zwei Fingern das ein bisschen vergrößern, das Notenblatt, und jetzt schieben, jetzt können wir es überall hinschieben, alles ist gut und wir können, wenn wir wollen, direkt hier ganz oben, können wir oben hinschreiben und alles Mögliche. Und es geht und wir speichern es weg. Hier sieht man übrigens die neuen Änderungen verwerfen, Änderungen bestätigen und in der Partitur blättern. Das sind, glaube ich, auch neu designte Häkchen. Die kommen mir ein bisschen hübscher vor als in der früheren Auflage. Aber vielleicht bilde ich mir auch das ein. Ich kann nicht mehr vergleichen. Es hat sich auf allen Geräten auf die neue Version hochgeladen. So, und ich bestätige und ich habe wunderbar meinen Eintrag oben. Dazu noch eine Bemerkung, was mich im Anfang unheimlich irritiert hat oder gestört hat. Vielleicht kennt ihr das Notizprogramm Notability. Das ist in vielen Sachen, ist ja auch darauf angelegt, vor allem Notizen besonders praktisch machen zu können. Da ist mit einem klitzekleinen Fingertipp eine neue Seite noch eingefügt. Und das geht ja hier so ohne weiteres nicht. Es geht doch, und wenn man sich das einprägt, dann ist es auch gar nicht so aufwendig. Man muss es vorbereitet haben. Stellt euch vor, ich will jetzt ein leeres Blatt hier davor haben, vor meiner Note, Alma Tranquila. Und ich will ein leeres Notenblatt, ein freies Notenblatt für handschriftliche Eintragung, Solo-Ideen oder so, was ich mir skizzieren will, hinter die Note haben. Ja, wie mache ich das? Ich gehe in den Toolbox und habe hier, ich mache es mal mit der Maus, damit man die Punkte sieht, die Option neu anordnen. So, da habe ich erstmal die eine Seite, die vorhanden ist. Hier unten habe ich das Plus, das mir ermöglicht, andere Seiten, Kopien anderer Seiten, es werden nicht die Originale vernichtet, Kopien anderer Seiten einzufügen. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich Vorarbeit leisten musste. Ich habe unter dem Titel Hand bereits ein freies Blatt, Notenblatt, längst gespeichert. Und ich habe unter dem Titel Leer längst eine leere Seite gespeichert. Und diese beiden klicke ich jetzt an, sage Fertig. Und hier sind sie. Und jetzt kann ich bin ja sowieso in der Anordnen-Funktion, einfach sagen, bitteschön, das leere Blatt soll ganz an den Anfang, das Notenblatt hier hinten. Wie gesagt, die Originale bleiben unangetastet. Speichern. Ja, er warnt mich noch, dass jetzt meine Alma Tranquila-Datei dauerhaft geändert wird, aber das will ich ja auch. Und jetzt habe ich, was ich wollte. Ich kann hier links
jetzt wirklich sagen, für einen großen Auftritt, den ich kürzlich hatte, habe ich wirklich Hallo erwähnen, spanische Übersetzung, weil ich dachte, vielleicht habe ich so viel Lampenfieber, dass ich meine Ansagen durcheinander bringe. Da kann ich meine Texte machen. Ich blättere jetzt vorwärts und sage, hier ist mein leeres Notenblatt. Wieder kann ich mit den Fingern vergrößern und mit einem feinen Stift sagen, hier der Lauf. Ich denke mir mal was aus. Den will ich mir unbedingt merken, weil ich ihn in mein Solo einbauen will. Das Häkchen rechts bestätigt und meine Datei ist erfolgreich erweitert. Ich weiß nicht, ob viele von euch das brauchen, da ich selber häufig länger an Stücken übe, sie ein bisschen umarrangiere und dann eben auch mir Passagen mit Hand notieren will, bin ich total glücklich über dieses Prozedere, weil wenn man das nicht kennt und nicht macht, dann bleibt halt dieses Notenblatt starr und ich komm da nicht raus und komme nicht weiter. So kommt man raus, so kommt man weiter und kann seine Note beliebig anpassen. Und so wie man früher im Ordner noch ein Blatt angelegt hat, Blätter anlegen. Ich hoffe, das hat deine Frage ausreichend beantwortet und war auch für einige andere interessant. Daher jetzt die übliche freundliche Bitte, schenkt mir ein Like, wenn dieses Video für euch interessant und nützlich war und merkt euch meine Videos durch ein Abonnement vor. Ihr wisst, es kostet euch nur einen Mausklick, aber für mich ist es wertvoll und ich danke euch sehr dafür. Für alle, die Fourscore besitzen oder anschaffen wollen und noch nicht gründlich kennen, kann ich mein Videotutorial Noten verwalten mit Fourscore empfehlen. Den Link dorthin könnt ihr noch einmal oben aus der Infokarte abrufen, die da eingeblendet ist. Ja, in diesem Sinne, herzliche Grüße an alle, bleibt dran und freut euch an guter Musik. Euer Peter Michael Haas.